Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Wir trafen uns mit Sebastian in Fellcroft, dem Dorf, welchem damals von Percival Rackham und seiner Crew mit der alten Magie geholfen wurde, um die Dürre zu beseitigen. Hier lebt Sebastians Schwester und sein Onkel, welche beide sehr frustriert sind, da seine Schwester von einem Kobold scheinbar unheilbar verflucht wurde. Sebastian gibt aber die Hoffnung auf ein Heilmittel nicht auf und zeigt uns deshalb den Ort, an dem seine Schwester verflucht wurde. Er glaubt, hier eine Lösung für die Krankheit zu finden. Freunde, ich wünsche euch einen wunderbaren guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Und wir müssen herausfinden, warum seine Schwester hier bei diesem zerstörten Anwesen angegriffen wurde. Und warum die Goblins hier überhaupt gebuddelt haben und was hier einfach passiert ist. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Oh, warte mal. In der Nacht rochen wir raus. Das ist der Dialog, den wir schon kennen. Da hat wohl mein Speicherstand Faxen gemacht, Freunde. Wartet mal. Da werden wir mal ganz kurz hier durchskippen, denn wir müssen jetzt nämlich genau das Anwesen absuchen. So sieht's aus, okay. Hier ist ein Ofen. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein Hogwarts-Professor? Warum habe ich das Gefühl, das hat was mit dem Percival Rackham zu tun? Wenn ihr mich fragt. Es ist ja kein Zufall, dass es zufälligerweise das gleiche Dorf ist, wie in diesen Erinnerungen, die wir von früher immer finden. Das muss etwas damit zu tun haben. Also, ich glaube nicht an Zufall, Freunde. Ich glaube nicht an Zufall. Vor allem nicht in solchen Spielen. So, was haben wir hier? Renrocks Anhänger, immer bewaffnet und kampfbereit. Ist die Axt nicht ein bisschen zu groß für den Kobold? Die ist ja riesig, die ist ja sogar für mich zu groß. Holy shit. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Auf das Haus selbst, okay. Hat sich der Kreis, wo wir das Ganze untersuchen sollen, ein bisschen nach oben verschoben. Ich meine, das Haus hier ist aber ein bisschen sehr klein, oder? Da ist irgendwie noch nicht so viel. Ah, hier ist ein Brunnen. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Ja, aus der Erinnerung wahrscheinlich, ne? Was haben wir hier? Diese Steine oder alles? Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Ich wollte es doch gerade sagen, Freunde. Hier ist doch was faul. Und was steht hier drin? Oh, hier ist so ein altes Bild. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Weil nur das Gesicht ausgebrannt ist, ne? Sebastian. Dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hä? Huh? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern?
Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das okay. an. Ja. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Expelliarmus! Wir finden es nur auf eine Weise raus. Oh, ich habe kein Confringo. Moment. Ich habe irgendwie, warum auch immer, gerade kein Confringo hier am Start. Warte mal. Sollen wir hier uns ein Confringo hinpacken? Ja, ich glaube, es ist schon sinnvoll, weil ich habe jetzt nämlich zweimal Wingardium Leviosa. So. Och nee, warte mal. Nee, so. Okay. Confringo! Sehr schön. Ah, eine Treppe. What? Treppe. Oh! Ja, eine Treppe. Revelio. Womit habe ich das verdient? Womit hast du was verdient? Du findest Antworten auf die Fragen, die du seit Ewigkeiten suchst, Kollege. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Ist der Dora Morganecks Tagebucheintrag 2 von 7? Ich bin hierher gekommen, aber warte mal, wo gibt's die Einzelnen auch noch irgendwo? Hm. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnungen fahren lassen? Werde ich dann nicht auf ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nicht schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen, sicherlich. Aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Okay. Incendio! Wir machen nochmal ein bisschen Incendio hier. Was liegt da? Ah, da ist 1 von 7. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Aber wenn ich das sehen kann, kann er das dann auch nutzen? Schauen wir mal, Freunde. Gehen wir in die Krypta. Dann scheint das wirklich so eine Art Geheimgang zurück nach Hogwarts zu sein, oder? Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Das ist ein rausgerissenes Gemälde. Mit deiner Karte. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal.
Runendarstellung. Das sieht ein bisschen aus wie diese Wirbel der alten Magie in diesen großen Kreisen. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Okay. Spannend. Holy shit. Wie jetzt hier so langsam die ganzen einzelnen Story-Fragmente sich so anfangen zusammenzusetzen. Sehr, 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 sehr interessant, Freunde, ne? Dass am Ende des Tages irgendwie doch alles zusammenhängt. So. Neuer Auftrag verfügbar. Jetzt warten wir erstmal ab. Lass mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay. Melden sich sonst noch mehr? Nee, erstmal nicht. Okay, dann verlassen wir den Turm erstmal wieder. Und dann schauen wir mal, Freunde. Ey, das ist so cool gemacht, ne? Richtig, richtig stark. Okay. In der Schule. Genau wie der von Madame Weasley, Mrs. Weasley. So, Freunde, dann schauen wir doch mal in unsere Aufträge. Was gibt's für uns zu tun? So, ganz weit oben. Genau, trifft Nettie beim Schloss. Oh, Unterrichtsstunde Astronomie, sehr interessant. Sebastian und Ominous wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es ging. Oh, shit. Ey, hoffentlich kein großer Beef zwischen denen, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe direkt zu Sebastian. Es interessiert mich jetzt doch sehr, sage ich mal, was da passiert ist. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich finde, Sebastian ist ein verdammt nicer Charakter. Und das ist auch so ein ganz komisches Quest-Symbol, was ich nicht so ganz zuordnen kann aktuell. Muss ich ehrlicherweise sagen. So, jetzt passt mal auf. Wir müssen ja auch noch immer ein bisschen das Schloss absuchen. Wir haben ja immer noch viel zu tun. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen, Freunde. Ab und zu mal so ein Revelio, kann glaube ich nicht schaden. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hier mit Ominous und Sebastian los ist. Ich spiele es auch mit Kopfhörern. Ich habe früher gefühlt nie mit Kopfhörern gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Aber finde ich deutlich besser. Also gerade mit dem Start von meinem Subnautica-Let's Play, was jetzt gerade vor kurzem losgegangen ist, habe ich jetzt doch wieder das Let's Play aufnehmen mit Kopfhörern so ein bisschen für mich entdeckt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt wo ich das gerade sehe, Freunde, ich werde mal mein Outfit wechseln. Das war jetzt ganz schön, aber so ist jetzt auch wieder gut, ne? Jetzt will ich hier eigentlich wieder so ein epischeres. Aber okay, warte mal, die sehen fett aus. Oder vielleicht finden wir sogar nochmal ein ganz neues, ne? Who knows? Jetzt, ich glaube, Hut. Da werde ich jetzt, glaube ich, nochmal auf so einen alten Hexenhut gehen, so ein schwarzer. Warte mal, welcher war denn das? Warst du das? Na, der ist einfach nur dunkel. Ja, doch, ich glaube, der sieht doch ganz nice aus. Holen wir uns wieder so ein schönes Hexenoutfit. So, dann gucke ich mal, was es hier jetzt für mich gibt. Ich habe hier immer noch nicht so das Outfit gefunden, wo ich mir so denke, ja, Mann, das ist es. Aber maybe, wenn wir wieder so ein bisschen all black gehen, na, hier, ich glaube, das gefällt mir deutlich mehr. So, das finde ich trifft ein bisschen mehr unseren Stil, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Revelio.
immer wieder ein bisschen gucken und vor allem hören, ob wir na, irgendwie irgendwas mitbekommen. Was machst du denn? Bist du die Dame, der ich die Troll, die Koboldsteine gebracht habe? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Okay, alles gut. Auch hier die Kürbisse und so, ne? Schon schick gemacht hier. Auch mit dem Jahreszeitenwechsel und allem drum und dran. So, und hier in der großen Halle gab es Beef oder was? Na dann. Schauen wir mal. Oh, die essen gerade alle, wie cool. Dass die große Halle jetzt so belebt ist. I like. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Okay. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Ihr merkt schon, ich antworte immer ganz gerne pro dunkle Künste. Einfach, weil ich es spannend finde. Und weil das einfach für ein Videospiel, glaube ich, ganz cool ist. Was ist denn hier passiert? Rebellion. Wurde hier so eine Ritterrüstung einfach zerzwiebelt oder was? Okay. Interesting. Alles klar. Ja, dann würde ich jetzt aber vorschlagen, Freunde. Schauen wir mal, was mit dem Astronomieunterricht los ist. Ne? Ob wir da irgendwas Sinnvolles mitmachen können. Ne? Ob wir das Ganze brauchen. So. Und da denke ich, werde ich jetzt auch eine kurze, schnelle Schnellreise dorthin machen. Denn den ganzen Weg zu laufen müssen wir nicht, wenn wir da sowieso schon häufiger mal waren. Vielleicht lernen wir da ja was sehr, sehr Spannendes. Und auch was mit Nazai bei dieser Ruine los ist, auch sehr interessant. Also wirklich spannende Quests aktuell, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr, sehr spannende Quests zum aktuellen Zeitpunkt. Danke, dass du mir das Meeresartefakt gebracht hast. Faszinierend, wirklich faszinierend. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Wir sehen schon badass aus. Meine Damen. Professor Shah. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Dafür in den Sternen? Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Ah,
Lernen wir jetzt was über diese Astronomie-Altäre? Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Der ist sehr cool. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Okay. Yeah. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Haben die nicht so einen Heizungszauber oder irgendwie sowas? Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du Geil. Hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also, ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nicht zu übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Auf mich wartet unten noch was zu lesen? Das klingt irgendwie so, als ob er ein Date hätte. Revelio. Aha, und wie ich wollte doch gerade sagen, wir sind doch jetzt an einem neuen Ort, ne? Hier vorne wahrscheinlich, oder? Ja, Freunde! Wir sind mal wieder an einem neuen Ort. Oh, da unten ist das Quidditch-Feld. Wir sind einfach auf dem Astronomieturm. Den habe ich aus Lego. Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternenbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Sehr schön. Da unten kann ich auch noch irgendwas anzünden. Das ist ja, ne, der Astronomieturm ist ja auch in Harry Potter Teil 6 sehr bekannt. Denn hier oben hat, Snape. Den Schulleiter. Erledigt. Und für alle, die jetzt sagen, Hübi, warum spoilerst du Harry Potter? Leute, also, ist es 2023. Das so. Ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Der Meister gönnt sich auf jeden Fall, ne? Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Ja, das tue ich. Keine Sorge. Vor allem die Astronomie-Altäre sind, glaube ich, auch sammelbare Gegenstände für die 100%, ne? Oh, hier ist eine Schneeeule. Wie cool. Oh, hallo. Hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Ach, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Okay. Jetzt sind wir draußen, ne? Bei pflegemagischer Tierwesen. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört.
Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Okay. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ja, gewöhn dich noch nicht dran. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldstein-Club ist feige. Ja, Mann, was für ich muss jetzt hier vorpreschen. Ehrenlose. Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. So. Hier rein soll ich, Meister? Geht fit. Schön. Oh. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Was ist das, eine alte Badewanne? Oh, sicher. Eingesperrte Badewanne, ja. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Sauber, lol. Wie ich erwartet hatte. What the hell? So, muss ich dich kaputt machen? Ja. Alles klar, so da unten diese ganzen hüpfenden Pilze sind markiert. Ah, da vorne wurde mir auch schon der Altar markiert, warte mal. Revelio. Es wirkte so, als ob da irgendwie auf der Hütte was war, aber ich glaube, das war nur so eine optische, irgendwas kleines optisches. So. Machen wir hier mal Feierabend. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Oh nein. Bleib entspannt. Nicht so nah bei der Schule, Amt. Der Altar. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Okay. Und zwar wie? Ah, hier muss ich hin. Ah, da kann ich das Teleskop reinsetzen. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ah, lol. Okay, ist das der große Stern? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ah, ich kann da ranzoomen. Ah, oh, das ist ja cool. Yes! Hä, das ist ja mal mega, das Minispiel. Das ist richtig ich cool. Recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Donge. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Der ist so unsicher, das ist irgendwie süß. Okay. Freunde, jetzt wissen wir, was wir mit all den Altären machen können. Sehr, sehr, sehr geil. So, und ihr habt mir auch noch gesagt, wenn ich Revelio auf dem Besen mache, Freunde, dann habe ich hier so Markierungen, wo ich Dinge finden kann. Und das macht natürlich das Erkunden um ein Vielfaches einfacher. Aber ich suche mich jetzt hier nochmal um. Ja, hier geht's ab. Ich war noch nie auf den Burgmauern hier oben drauf. Holy shit. Oh mein Gott, wie viel es hier einfach für mich zu finden gibt. Ich dreh hohl. Wie konnte denn dieses Secret so an mir vorbeidüsen? Alles klar, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, was wir hier erkunden können, Freunde. So, jetzt passt mal auf. Hallo, dann machen wir mal ganz kurz dieses Schloss hier auf. So. Das passt. So. Und dann, zack. Ach nee, wir brauchen ja Levioso und nicht Wingardium Leviosa. Ich finde es immer noch weird, dass das unterschiedliche Zaubersprüche sind. So. Sehr schön. So, komm zu Mama. Muss ich ja fast sagen, ne? Wenn wir einen weiblichen Charakter spielen. Sehr gut, heller Sonnenhut. Ich schaue mich nochmal weiter hier auf der Mauer um. Revelio. Ich mache mal noch weitere Velo. Ja.
Ich habe Shidas geortet. Da unten ist nämlich ein Lumos-Bild. Oh, 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 oh. Okay. Und hier ist nochmal 500 Gold. Was auch sehr angenehm ist. Zack. Das nehmen wir gerne mit. Ich frage mich immer, ob ich denen irgendwie wehtue oder so. Wenn ich denen das Gold klaue. Schaut mal. Da unten ist eine Demigeist-Statue. Hallo. Sehr interessant, Freunde. Und da oben kann ich sogar auch noch Confringo machen. Ach du Scheiße. Hier außen ist ja so viel los, Confringo, von dem ich einfach bisher nicht wusste, Freunde. Das ist ja übersick. So. Du kommst her. Nice one. So. Und die Demigeist-Statue ist hier, ne? Genau. Hinter einem Schloss. Aber Schlösser halten uns ja mittlerweile auch nicht mehr auf, Guys. Weil wir sind ja absolute Profis mittlerweile, was das Schlösseröffnen angeht. Dank dem Hausmeister. So. Na. Sehr schön. Und wie gesagt, was diese ganze Demigeist-Sache angeht, bin ich ja auch noch megamäßig gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt, ne? Weil wir haben ja da irgendwie diese Nachricht bekommen, yo, du machst da voll den Fehler und die Demigeist-Statuen stehen da aus einem bestimmten Grund und Hallo, was Momora. Weiß ich. Also wir wurden da ja total hops genommen von irgendjemandem, der sich da so voll drüber aufgeregt hat. Aber mal sehen, ne? Ob der Kollege uns da nochmal irgendwann genauer erklärt, warum er da so sauer auf uns ist. So. Hier haben wir noch eine Truhe. Und dann wollen wir doch mal nachschauen, was wir hier machen können. Oh, jetzt habe ich das Ganze zweimal. Moment. Zack. Lumos. Okay, ja, das ist obviously irgendwo auf der Mauer. Die Treppe hoch, glaube ich einfach. Ich glaube legit einfach hier die Treppe hoch. So. Hier irgendwo muss diese Motte sein, oder? Rebellion. Wir schauen mal nach. Vielleicht kann man die auch orten. Ja, kann man. Die ist hier unten irgendwo. Lumos. Okay, da muss ich aber von der anderen Seite kommen. Jetzt wartet mal ab. Wie komme ich denn jetzt daran? Rebellion. Einfach hier runterhüpfen? Ich glaube schon, oder? Lumos. Jawollo! Komm mit, ich habe ein neues Zuhause für dich, Kollege. Ey, was ein erfolgreicher Part. Questtechnisch richtig viel gefunden und auch erkundungstechnisch einiges geschafft. Also man merkt aber auch, dass die Hauptquests einen immer noch an neue Orte führen, an welchen man vorher nicht war. Also die Hauptquests spielen ist auch schon sinnvoll, um auch nochmal neue Orte in Hogwarts selber zu entdecken. Spannend, spannend. Okay, ja, dann war es das schon wieder für heute. Super schneller Part, aber sehr, sehr episch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und beim nächsten Mal konnten wir hier dann ein bisschen weiter. Habe ich da gerade was gehört? Ja, hier drüben. Moment. Moment, Freunde. Die letzte. Ja, das ist direkt hier drin. Das ist direkt hier drin. Wie kriege ich denn jetzt hier noch das raus? Ah, ich kann hier einfach reinspazieren. Und da ist ein Testral. What? Okay, Moment, 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 Freunde. Wir machen hier ein bisschen extra Länge. Ich lasse das jetzt hier nicht einfach so unerforscht sitzen, Freunde. Das ist so, wenn wir hier am Ende noch was finden, dann nehmen wir das auch mit. Ist das hier oder ist das direkt vor dem Testral? Rebellion. Ja, krasser Scheiß. Blutiges Fleisch. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als müsste man hierfür die Behörden benachrichtigen, aber keine Sorge. Es ist nur blutiges Fleisch als Futter für die Testrale. Einfach so ein Schlachthaus, wo irgendwelche Menschen umgebracht werden. Na? Wie geht's euch beiden? Kann ich euch beide meinen Schnappsack packen? Geht das? Kann ich die mitnehmen? Ich habe halt keine Ahnung, ne? Teewesen kann nicht gerettet werden. Ah, aber kann ich dich füttern? Nee, kann ich auch nicht. Okay, die sind leider für mich noch... Rebellion. Wie soll ich sagen? Kollegen, mit denen ich noch nicht interagieren kann. Alles klar. Dann sehen wir uns aber jetzt beim nächsten Mal, Freunde. Und was auch immer hier noch abgeht, hier scheint wirklich noch viel los zu sein. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Ciao. Und noch ein großes Dankeschön an JT9PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.